Willkommen zum nächsten One for All Kha'Zix, der höchstwahrscheinlich von den Premiers gewotet wurde. Gegen Nidalee. Nidalee wird höchstwahrscheinlich in den nächsten 10 Minuten gewinnen wahrscheinlich. Kha'Zix hat kaum was entgegenzusetzen, außer wenn sie raufjumpen und die Nidalee instant töten, was natürlich mich überraschen würde, wenn sie das gewinnen würden. Ja, also wie gesagt, drei Premiers. Ich denke mal, auch dadurch haben die nur Kha'Zix bekommen. Die drei Leute sind natürlich die Majority und das heißt, die Mehrheit gewinnt. Weißt du, also, ja. Und warum hat die eine ihren Skill? Achso, klar. Nee, man skillt lieber den W statt den E. Oder, ja, man skillt definitiv zweimal wenigstens die Q. Oh mein Gott. Na gut. Da ist noch eine AFK. Interesting. Ja, schauen wir mal, wie das so abgeht. Die Kha'Zix werden definitiv verlieren. Also, sehe ich einfach mal so, weil ja, die extrem stark ist. Weil, wenn man nicht dodgen kann, ist der erste Hexenkern schon ausgelöst. Die nächsten Kha'Zixe sind fast tot. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal den Tower angreift? Dann ist das Game nicht unnötig lang. Aber werden wir ja sehen. Oh, oh, oh. Er jumpt rein. Mr. Vincent ist gleich tot. Aber wie gesagt, wenn die Nidalee ist. Der Damage, man. Wenn die Nidalee sterben durch Kha'Zix, dann ist natürlich ganz doof. Wenn der halt sein Jump Reset wieder ab. Oh, er läuft fast rein. Da ist immer noch einer AFK. Ein einziger. Oh. Welcome back. First Blood. Alter. What the fuck, ey. Fast instant. Oh, aber es war klar, dass er die Speere abkriegt, wenn er so easy langläuft, wo wirklich jeder wie blöd hinzielen kann. Ohne wirklich zu verfehlen. Dann ist das klar, dass er da fast getötet wurde. Leider nur fast. Aber gut, jetzt dimpelt er halt am Tower Lowlife rum, ne? Das ist halt dann deren Entscheidung, Alter. Ja, genau, die Hitbox an den Minions. Ja, wie gesagt, kann ziemlich schnell tödlich für die Nidalees enden, ist schon richtig. Der nächste Hextrinker ausgelöst. Mit 5 Kha'Zix wird es natürlich auch interessanter. Ihr solltet vielleicht erstmal die Minions töten. Ah, ihr habt einen Hatter, dann hier ist, die kann nur gut sein. die Armee der Autohits, ey. Oh, der nächste Kill. Diese M-Typen sind total die Loser, Alter. What the fuck? Und sowas für Kha'Zix spielen, weißt du? Sehr schöner Flash. Guck mal, es ist sogar ein M-Typ. Die spielen zusammen, oder die sind ja bei so einem gleichen Team normalerweise. Rechts sind, tatsächlich sind zwei M's noch dabei. Wären die alle auf der linken Seite gewesen, hätten vielleicht gewonnen, aber nein. Anscheinend ragen die sich gegenseitig an, dass sie, ja, don't know. Naja, das Heatback bekommen, ist ja ärgerlich. Ja, Nia, ihr wartet noch schön länger mit dem. Mit dem Speer. Eieiei. Oh, sie benutzt Cleanse. Naja. Oh, ich krieg so auf die Fresse mit den Sperren. 5-1. Aber nur 1000 Gold vorne. Alter, die Speere machen so krass Damage. Ah, der wird zwei Hextrinker, aber das bringt ja nicht wirklich viel. Kommt trotzdem übel mies auf die Fresse. Oh, jetzt sind die Stufe 6 sogar schon. Eieiei, wie sie sich immer wegflashen genau dann. Oh, 6-1. Ein Kha'Zix von denen auf AP? Nein. Das heißt, sie müssen ja auch nur Armor kaufen. Dann sollen das ist Pflicht auf jeden Fall. Den Kha'Zix sind die alle raufjumpen, alle einfach mal Sonjas benutzen. Wobei das natürlich dann extrem gefährlich ist, ne? Damit die alle ihre Kuh drauf semmeln können. Ich glaube, die Kuh war das Isolated von Kha'Zix. Dann ist das doof.
Aber die schaffen das sicherlich schon. Alle kriegen so auf die Fresse mit den Sperren. Einfach die Tower angreifen, aber das machen die leider nicht. Das ist schade. Das heißt, sie zögern das Spiel unnötig hinaus. Pah, schade. Pah, schade. Pah, schade. Oh, schade. Oh, schade, schade, schade. Alle übel Lowlife, ey. Oh, der hat seine Spikes geupdatet. Geupgradet, nicht geupdatet. Immer schön auf die Tower. Immer schön auf die Tower. Nicht greedy werden. Vor allem noch mit der Attack Speed. Ah, er fast reingelaufen. Ja, guten Damage auf den Tower gemacht. Wenigstens mal ein Team, was den Tower aktiv Damage macht. Na, Bordell. Willst du, nur kleiner Napdu? Oh-oh. Ah-oh. Ah-oh. Ja, super als Kha'Zix, oh, sie kann ja noch mal jumpen. Nochmal, jump, jump, jump. Ach nee, es geht nur, wenn er, glaube ich, ihn ausgebaut hat. Die Nidalees kriegen auf die Fresse! Aber trotzdem gewinnen die Nidalees. Nidalees. Hatsch, tot! Kacklappen, Alter, was sind das für M-Noobs, Mann? Ohne Scheiß. 1-3, 0-2, 1-4. Das ist kein M. Das ist kein M. Weil wir bisher nur in der Nidalee gestorben ist, die 0 Gold hat. Schon wieder so ein M-Typ. Typisch Loser. Mann, ey. So, da ist der Tower down damit. Höchstwahrscheinlich. Alter, der ist instant fast wieder tot. Patsch! Patsch! Schade, dass der die 250% nur noch vom. Ja, vom Abschießort des Speers zählen und nicht mehr vom. Na, ich glaube, der feedet nur noch. Na, ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Hoffe ich mal. Es ist immer echt so schwer zu erklären mit Nidalee, mit dem Speer. Und tot. Ja, diese M-Typen sind total die Luschen. 6-0. 4-0, 2-0, 2-0. Na, da ist mal einer gestorben. Na, der Flash war unnötig von Nidalee gerade. Ich glaube, sie wollte einfach nur nicht sterben. 3200 Gold vorne. Mies umgenietet. Ey, fast 4000 Gold vorne. ...7-0 Nidalee. 3300 Gold, Instant Rabadons fertig. Oh, die hat sogar 28 Farben hier drüber. Das ist natürlich noch mehr Gold, 3700. Und der, das ist der Tower down. Nochmal mehr Gold. Jetzt ist wirklich 4000 Gold vorne. Hm, einer macht schon gar nichts mehr. Die links im Gras, oder die wollen einfach nur campen. Ah, okay, dann sind sie schon. Patsch. Ja, clever weiter zu laufen, wenn man gesichtet wurde. Eieieiei. Patsch. Nice. Und weiter. Speer, zack. Zack. Purple Team, Triple Kill. Lol, kein Triple? Okay, dann kein Triple. Kommt, ihr könnt euch alle healen. Die DB Grong hat das einzige als das Mana Pack benötigt eigentlich. Der Rest hat eh so viel Mana, dass sie sich healen könnten. Patsch, direkt schon eins wieder in die Fresse bekommen. Mann. Alter. Er kommt wieder und ist instant tot. Ja, geht erst nach Rabadons. Das ist dann natürlich klar. Schauen wir mal die Speere von ihr an. Die machen ein bisschen mehr Damage. Und die Chaps natürlich auch noch. Pah, schade.
Na, das war nicht der Speer. Ey, die Speerarmee kommt. Also sie fliegt. Ja, schön feeden, Alter. Für die. Ah, oh Mann, warum kann man als Spectator nicht reporten? Das ist so kacke. Riot führt das ein, dass man das kann. Please. Aber nur wenn man nicht mit den Leuten befreundet ist. Ansonsten könnte man das mies ausnutzen. Wenn auf einmal jemand 300 Reports bekommt. Weil alle Freunde das spectaten. 305 sogar vom eigenen Team noch. Nee. Und das eigene Team sogar auch noch. So 1500 Reports pro Game. Ein bisschen mies. Die ist mies down gegangen. Nein, Sergeant Becker darf nicht. Ja, okay, ist aber trotzdem gestorben. Na gut. Hauptsache die UIV stirbt nicht. Ja, der macht so viel Schaden. Hat übel viel MRS. 125. Lol. Total schlecht, ey. Das war nicht worth. Absolut nicht. 11-1. Lol, die bleiben stehen. Was ist das nur für ein Loser, ey? Weißt du, kaum verliert er mal. Muss er direkt wieder instant feeden, ey. Ist das ein Pop? Echt so ein Pop? Warum nimmt sich das Healpack nicht? Ist der bescheuert? Verstehe die Logik nicht, warum man den Feinden absichtlich das Healpack lassen muss. Um sie noch stärker zu machen. Eieieiei. Report, please, please. Oh, der ist gestorben, die eine Nierli. Tatsache. Als hat sich. Wow, sie kauft sie ernsthaft einen Lichbane. Wie kann man sich einen Lichbane kaufen auf Nierli? Ja, würde ich dann lieber die 7-1. Die DB Gong hat definitiv mehr AP, glaube ich. 363, 350. Der hat sogar noch massig Gold übrig. 675. Könnte ich noch ein ganzes Zauberbuch von kaufen. Als Nierli musst du voll auf AP gehen. Ach du Scheiße. Ja, die wäre ein bisschen zu tanky. Aber ich glaube, sie können trotzdem nichts machen. Ja, vor allem mit so einem Loop K6, Alter. Komm, weißt du deine Barrier? Gibt noch mehr an Assist. Ah, du bist so schlecht, ey. So hat sie eigentlich den Grund und Boden schämen, du Kackbronken Plastikspieler. Mann, ist das peinlich, ey. 46 CS hat er schon. Wow. 8000 Gold. Gegen 8000 von den Links. Sind auch nicht schlecht. Warum hat er so viel Gold? What the fuck? Den hier mit 50 Farm und 10, 1,16 hat fast so viel Gold wie in der Niederlie mit einem Tower und, ich glaube, jetzt habe ich das heute gesagt. 15-4 mit 36 Farm. Ach, egal. Warum hat Debbie Groggen fast so viel Gold wie der Joker? Wahrscheinlich hat er irgendwie Goldrune oder so dabei. Sollen auch relativ gut sein. Ich gucke einfach mal nach. Warum nicht? Um die Zeit sollte LOL nächstes Jahr nicht ausgelastet sein. Um 2.50 Uhr in der Nacht. Was sagt ich Joker, ne? Nein, der hat keine AD Goldrunen dabei. Lol, warum kriegt das die Gold? Ach, vielleicht hat er einen Shutdown bekommen. Ja, der hat einen Shutdown von 520, 140 bekommen.
Und da oben nochmal 560, ja, alles klar. Der hat die ganzen Shutdowns kassiert. Ey, wie sie nichts gegen die Indies machen können, nichts, ey, die schmelzen dahin. Die Minions blocken sogar nicht mal mehr die Speere, die werden einfach durch, die fliegen einfach durch. Letzte Verzweiflungsmoves. Patsch! Naja, der feedet wieder nur. Schön noch den Killcounter erhöhen, mit dem man die Feeder tötet. Der hat 3000 Gold gerade ready, der DB Groggen. Aber da mittlerweile ist der ja, der Goldunterschied zwischen den beiden erst goldigsten auf der Seite. I am in a French team. Ja, ziemlich unterschiedlich. Durch drei Tower und ein Limitor. Oh, die eine Nierli wurde getötet. Da liegt der Panda. Der Puma. Oh, wie süß. Wie süß! Heilt sie mal alle. Wow, der war knapp. Der war äußerst knapp. Das ist einfach nur Kackbobs, Alter, diese SM-Team. Gott, Alter, die kommen wahrscheinlich nicht mal über Silber hinaus. Mann, ich versuche so wenig wie Bronze gegen Bronze zu sagen, dass sie schlecht sind, aber ich kann nicht anders. Geht nicht. Das ist halt das schlechteste Niveau. Was soll ich dagegen machen? Oh lol, er wurde vom Riesenmann hier geklappt. Lol, hier, Alter. What the fuck, das Isolite. Nein, der war gar nicht isolated, oder? Kakuchi! Naja. Jetzt nicht so unbedingt zur Glanzleistung vom K6-Team, aber gut. Ist halt deren Entscheidung. Godlike. Oh, die stirbt am Ignite. Er flasht sich noch hinterher. Total schwachsinnig, aber okay. Patsch! Na, er stirbt noch nicht. Noch nicht. Aber der ist schon wieder total nur am Pieden. Blitz Report, Blitz. Godlike. Alter. Hm, 014, 511, 217, 413, 380. Ja, Wahnsinn, das Team. Na gut, den Nierli kann ich das schon verstehen, aber diese absichtliche Feed ist total lame. Alter, der Damage, Mann. Oh, jetzt ist der Indie gespawnt. Patsch. Patsch. Alter, der Damage. Der K6 ist zu lächerlich. Oh, schönes Cleanse. Schönes Cleanse. Ansonsten aber ist das ein ziemlich lames Game, wenn der Typ die ganze Zeit feedet.
Oh, fast ein Execute. Wahrscheinlich. Wow, ein Triple, ernsthaft. Ja, jetzt hat sie 11.800 Gold. Der hat ein bisschen mehr ausgegeben. Wir hätten jetzt mehr HP. Jetzt 427 zu 530. Definitiv mit 530 mehr. 473, 319, 470. Also die hat aber wirklich am fast geringsten, weil sie sich beschissenen Drecks Lichbane kauft. What the fuck? Dann noch lieber ein Sonjas. Aber gut. Lol, die haben aufgegeben. Oh man, Riot, please, ich will reporten. Weißt du, die Kha'Zix haben gewonnen, weil sie so behindert waren. Oh mein Gott, Alter, Riot, bitte, Report-Funktion für Spectator. Das behindertste One-for-All, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und wo ich jeden Kha'Zix einfach nur so okay, nicht jeden Kha'Zix, jeden M-Typ einfach nur so in die Hölle verbannen möchte. Oh mein Gott, ey, wie langweilig war das denn, bitteschön? Was für Kacklappen es auf der Welt echt nur gibt. Und nur weil hier wahrscheinlich, ja, müssten aber vier Leute gestimmt haben. Oh mein Gott, ist das peinlich, ey. Naja.